Hallo zurück, die Meisterschaft ist endlich im Sack und Koldeck hat es tatsächlich geschafft, Deportivo La Coruña wieder zum Stern von Spanien zu etablieren. Eine absolute Dominanz in der Liga, Höhepunkt wahrscheinlich hier das vernichtende 6:0 auswärts in Madrid, einzig allein international wollte der Funke so gar nicht überspringen. Nachdem man die Gruppenphase ähnlich gestaltete wie den Ligabetrieb, war dann direkt in der K.O.-Phase Schluss und man scheiterte an Lille, sehr zum Leidwesen Koldecks. Eine überragende Saison ist das gewesen, wir haben den Verein endlich wieder da, wo wir ihn hinhaben wollen. Normal wäre das für mich der Zeitpunkt, um zu sagen, meine Arbeit ist hier getan. Allerdings fuckt mich die Performance im internationalen Geschäft maximal ab, weshalb ich mich dazu entschlossen habe, ein Jahr dran zu hängen, um noch einmal einen Angriff auf den Champions League-Titel zu wagen. Der Kader ist gut genug, um diesen Pokal möglich zu machen. Davon bin ich überzeugt. Nach dieser Saison ist für mich aber definitiv Schluss. Ich möchte hier schon einmal Danke sagen für das Vertrauen in meine Person und den Support der Fans. Es hat mich sehr viel Spaß bereitet, hier arbeiten zu dürfen. Ich möchte das Ganze mit dem Champions League-Titel krönen und darauf liegt jetzt unser Augenmerk. Und das ist die letzte Saison für Koldeck ist, merkte man schnell. Börsengang, utopische Vertragsverlängerungen der Spieler. Koldeck will die Champions League. Das Einzige, was man nicht geschafft hatte, war die Prestigeentwicklung gesund zu gestalten, was man erneut auf dem Transfermarkt zu spüren bekam. Allerdings ist sich Koldeck sicher, der Kader ist gut genug. Am Ende legte man aber ein letztes Mal nach, und zwar auf der Rechtsverteidigerposition. Nathan Patterson kommt für 40 Millionen Euro aus Sociedad. Der 28-jährige Schotte könnte tatsächlich nochmal der wichtige Baustein werden, der am Ende den Unterschied macht. Mehr passierte aber nicht. Koldeck vertraut seiner Elf voll und ganz und möchte ein letztes Mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Und damit wünschen wir Ihnen viel Spaß mit der letzten Saison der Deportivo La Coruña Karriere. Ab geht's! Hello again, zurück zur exklusiven letzten Saison hier auf YouTube, Ladies and Gentlemen. Ich bin ja jetzt schon wahrscheinlich in Amerika, in Philadelphia. Gerne Instagram abchecken für den Live-Story-Content da vor Ort. Sobald ich wieder da bin, geht es dann hier weiter mit den Vlogs. Und ich wollte einfach den Abschluss haben. Ich wollte nicht die Karriere weiterführen, wenn ich wieder da bin. Dann sind wir alle zwei Wochen raus. Dann ist Kokolores. Deswegen spiele ich diese letzte Saison jetzt hier einmal offstream, damit ihr da den Content habt und wir einen gesunden und vernünftigen Abschluss haben. Meisterschaft ist im Sack. Champions League. Wir sind das erste Mal jetzt in der letzten Saison. Ich weiß gar nicht, die wievielte Saison das jetzt schon ist. Wir sind 2030, 2031. Und wir sind das erste Mal jetzt erst in der Champions League. Ob wir das gewinnen, weiß ich nicht. Letzte Saison Euroleague war nach der Gruppenphase komplett Schicht im Schacht. Aber ich zeige euch einmal ganz kurz, wir konnten nicht viel holen, weil prestigetechnisch geht da halt einfach nicht viel mit 15-12. Das ist, wenn man sich unseren Kader anguckt, einfach Prestige ist zu wenig. Ja, Puerto hat sie verletzt, ist noch 9 Tage nicht am Start. Wir gehen als erstes in die Runde gegen Getafe. Es sind alle grün, es hat sich hier nichts geändert, bis auf Barça, Atletico, Real. Das sind die Teams, die gelb sind. Wenn ich weiß, was das heißt, grün ist, wir haben 50 Stärke mehr, mindestens 50 Stärke, gelb ist ungefähr gleich, also keine 50er Stärke Differenz. Und rot wäre, der Gegner hat 50 Stärkepunkte mehr. Ja, dann habt ihr das auch einmal. Kader ist Baba. Die einzige Ergänzung, die ich tätigen konnte, war Nathan Patterson. Den haben wir für 40 Millionen uns an Land gezogen. So haben wir jetzt einfach auf der RV-Position zwei sehr gleichwürdige oder ebenwürdige Spieler, die wir da setzen könnten. Alles andere, ich habe mit Draogo und alles so noch verlängert gehabt mit unmenschlichem Handgeld. Ich bin an die Börse gegangen, habe das aber einzig allein nur dafür genutzt, dass wir die Verträge da per Handgeld verlängern können. Und wir so ein bisschen dem mangelnden Prestige entgegenwirken können. Aber so haben wir alle da. Somit riskieren wir keinen Moralverlust gegen Ende der Rückrunde, weil Vertrag, unsichere Zukunft, dies, das. Das steht alles. Und ja, ey, ich würde tatsächlich sagen, wir schieben das so durch. Der wird allerdings nicht fit. Wir gehen hier rein. Daumen nach oben wären Träumchen, Ladies. Natürlich Kommentare vollballern, wie euch diese Karriere gefallen hat. Wobei wir haben jetzt noch die ganze Saison vor uns. Ja, der krönende Abschluss kommt ja noch. Wir verlieren nicht mehr viel Zeit und gehen rein. Nee, let's go.
So, erstes Spiel steht vor der Tür. Frische ist hier nicht ganz so geil, aber trotzdem würde ich sagen, wir gehen rein. Mit der 11, Harry Becher jetzt, erste Mannschaft, ganz klar, da werden wir nichts dran rütteln. Der ist auch Stürmer Nummer 2, Duran letzte Saison war okay, aber irgendwie, ja okay war das auch nicht, 18 Spiele, 3 Tore, das kannst du knicken. Harry Becher, der Vollständigkeit halber, 5 Spiele, 2 Tore, somit gefühlt so viel wie Duran in 13 Spielen und zweite Mannschaft hat der halt komplett alles abgeschossen, was geht. Ich denke, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt. Also egal auf welcher Position, wenn Puerto jetzt noch da wäre, das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ich bin damit fein und ich hoffe, dass wir direkt mit einem schönen, knackigen Sieg hier starten. Pedersen geht auch direkt rein und ich würde sagen, geht raus und spielt einen ordentlichen Ball hier. Willem Klemm, Sergio Suarez. Also klar, es ist schön, Meisterschaft irgendwo nebenbei müssen wir mitnehmen, wenn es geht. Aber Hauptaugenmerk liegt safe auf der Champions League und Enric mit einer 4-5. Du wirst in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall noch ein Tor machen, wir schieben. Okay, du wirst doch keinen machen, komm's raus. Mann, Junge. Das ist jetzt echt beschissen. Porro rein in der IV, kannst ja gut. Das ist, oh bitte lass das kein teurer Sieg sein. Assan hat noch das 3-0 gemacht. Ah, bitte nicht, wo ist er hier? Bitte nicht, bitte nicht. 2 Tage, okay. Alles gut, Kommando zurück, passt. Dritter Platz, ist zu wenig. Derby Time gegen Celta Vigo. Und ich würde fast sagen, Gaia geht wieder mit an Bord, damit wir wirklich das Beste stehen haben, was geht. IV... Somo ist wieder fit. Puerto fehlt noch einen Tag. Aber wir können so starten. Suarez muss ein bisschen von der Frische hier hochkommen. Und Gaia kriegt die Fitness übers Spiel. Würde ich sagen, sieht das gut aus. Enric, was ist los? Hast du eine Krise oder was? Erstes Spiel kein Tor? Das geht so nicht. Was macht er denn da? Celta Vigo. Wird das etwa so eine Saison, wo wir mehr Verletzte haben wie alles andere? Das brauche ich überhaupt nicht. Und 0-0 ist auch nicht so geil. Halbzeit. Wir sind ganz klar besser. Jetzt lass den Knoten platzen hier. Patzen. Van Persie, wo bist du? Harry Becher kommt rein, Benito kommt rein, Meller kommt rein und Asti kommt rein. Dreh das scheiß Spiel. Meller 1-1. Nicht gut, nicht gut. Team Hierarchie im Team umstritten kochen? Wieso das denn, Alter? Wieso bist denn du im Team umstritten? Ich kann dem aber auch leider keine Kohle geben. Was soll denn der Müll hier? Gaia fällt zum Glück nur aus 2 Tage, aber jetzt können wir gegen Sociedad und irgendwie ist die Form gerade noch nicht so da. Puerto ist wieder an Bord. Kicken wir mal eine Topform rein. Aber will ich den so spielen lassen mit Form 6? Ich weiß es nicht. Viel passieren wird da wahrscheinlich nicht. Benito auch nur gelb. Also gerade sind wir irgendwie noch nicht so ganz da. Ich bin am überlegen, ob wir zum Start direkt... Warte mal, wir machen mal zum Start den Motivationslehrer, weil der ansonsten nämlich innerhalb der Saison irgendwie immer weg ist bei uns, obwohl wir den nicht gesetzt haben. Klicken einfach mal alles an. Geld haben wir eh genug. Sollte das passen, denke ich. So, gefühlt den halben Kader hier einmal drin. 200.000 Portokasse Abfahrt. Das ist drin, das Dingen. Und ja, vielleicht sind die noch, guck mal, ey, wir haben 2 WM-Helden im Kader. Ne? Einige, die generell sehr, sehr lange in der WM am Start waren. Und du bleibst auf jeden Fall hier, weil das Quatsch. Zentrum ist fertig. Das könnte uns nochmal einen kleinen Boost geben hier, weil wir jetzt Schulungszentrum ausbauen können. Wenn mich nicht alles täuscht. Yes, sir. Nein, Trainingszentrum auf 16 ist doch. Ach, morgen. Aber wir brauchen noch was dafür.
Medizinische Abteilung Level 8. Was soll das denn? 24 Tage. Hä? Medizinische Abteilung ist doch auf 9. Achso, der zeigt mir das nur an, weil das Trainingszentrum noch nicht fertig ist. Alles klar, Kommando zurück. Sorry. Sorry, wir müssen noch einen Tag warten. Und du bleibst hier. Ablehnen. Was raffst du denn daran nicht? Bin sehr auf die Champions League-Gruppe gespannt, die wir kassieren werden. Welchen Top wir kommen, das wird auch interessant werden. Wobei als spanischer Meister, Top 2 ist ja Minimum eigentlich, oder? Trainingszentrum ist ready. Wo haben wir die Schulung? Schulungszentrum könnte uns nämlich einen sofortigen Impact hier geben auf die ganze Geschichte. 48 Tage ist eine Nummer. Maybe noch die Trainingsplätze pushen. Da sind wir auf 9, würden auf 10 gehen. Wie lange dauert denn die Scheiße? 63 Tage. Ja, müssen wir mitnehmen. Was sollen wir machen? Und die Wellness dauert 35. Ja, komm, pushen wir hier rein. Müssen wir ein bisschen beten, dass sich keiner verletzt. Aber das sind so Sachen, die halt nochmal innerhalb der Saison wichtig werden könnten. Also gerade das Schulungszentrum könnte nochmal ein bisschen pushen. Gegen den Tabellenersten. Yildiz ist auch wieder back im Biss. Das ist nicht so verkehrt. Sensationell. Boah, der hat eine 90. Ich kann den eigentlich nicht draußen lassen, ne? Der spielt jetzt. Der fängt an. Boah, ist der gut. Bei Klemm ist halt so ein bisschen wegen dem Alter, ne? Dass das Mittelfeld nicht zu jung ist. Der ist so ein bisschen der Erfahrenere bei uns im Mittelfeld. Mit seinen 26. Kader ist halt trotzdem sehr, sehr jung, ne? Mal abgesehen von Gaia jetzt mit seinen 35. Puerto ist wieder da und dann spielt er. Aber für wen? Ich mach das mal so. Nee, so ist kompletter Quatsch. So machen wir das mal. Schieben wir Everton rüber. Suarez kann ein bisschen Frische tanken. Und dann ist das Ding durch hier. Let's go. Unfaire Geld habe ich gerade geguckt. Haben wir niemanden bis auf Kochen. Und den kann ich nicht erhöhen gerade. Warum auch immer. Sociedad ist Erster. Kämpft um jeden Ball. Und jetzt bitte mal ein souveränes Ding. Der Kader gibt das her, dass wir da drüber rennen. Wir haben es letzte Saison gezeigt. Aber gerade sind wir irgendwie nicht gut aus dem Winter gekommen. Beziehungsweise eher mal aus dem Sommer. Ist gerade alles noch nicht so überzeugend hier. Ausgeglichenes Spiel. Ich meine, Sociedad in unserem Speicherstand stark. Aber unser Team ist doch einfach endstufenmäßig. Was ist denn hier los in der Offensive? Das ist das nächste Unentschieden. Ich kann's nicht mehr. Ich kann's nicht mehr. Erinnert euch an unsere Offensive letzte Saison. Und jetzt schießen die hier keine Tore, oder was? Mann! Einmal die Mitarbeiter hier auf den Lehrgang schicken. Mann, die sind, also, daran kann es halt auch nicht liegen, ne? Weiß nicht, was das gerade ist. Hier ist auch nichts umgestellt, also. Ich weiß nicht, auch Endrick ist irgendwie so gar nicht da gerade. Die Noten von ihm sind nicht gut. Kopfballprezi. Torriecher 98. Ja, Konstanzwert ist bei ihm halt nicht so geil. Fernschüsse rein, Dribbling 93, Flanken. Ich kann mal Fernschüsse reinballern bei ihm. Hopp. Hopp, hopp, hopp. Mach fertig jetzt hier. Wir spielen schon wieder gegen den Ersten. Was ist denn da los? Willem Klemm. So, Persi ist da. Danke, Persi. Und jetzt aber hier Knoten platzen. Schieß die ab, Standpunkt klar machen. Noten sehen soweit okay aus. Kluivert braucht noch ein bisschen. Aber Kluivert kriegt die Zeit. Das ist ganz klar. Gefühlt der beste Flügel im Spiel. Pedersen auch mit einer 2,5. Da kommt Porro mal rein. Und die IV sieht an für sich auch gut raus. Da bringen wir Ihmchen. Enric, du kriegst jetzt 90 Minuten. Wenn das nichts wird, dann müssen wir vielleicht mal mit Harry Becher anfangen. Ne? Enric Vorlage ist kein Tor, aber eine Vorlage. Ja, ja. Ey, aber 3-0, Ergebnis geht fit. Enric irgendwie noch ein bisschen Ladehemmungen. 8 Punkte. Aber der gute Mann kriegt eine Erfahrungsstufe und vielleicht bringt die uns ja jetzt schon ein bisschen voran. Was verdient er denn? 5 kommen, eigentlich okay, ne? Champions League! Wir sind Top 1 sogar. Ja, let's go!
Let's go, let's go, let's go. Zeig her unsere Gruppe. Was ist das denn? Da ist ja gefühlt nur noch Gruppe 1 krasser. Arsenal, Juventus? Aber die sind alle nicht so kacke, die Gruppen, ne? Überall so, also die dritte Position, überall nicht so verkehrt besetzt. Ich weiß ja, ich kenne den Kader von Gala und von Salzburg nicht. Puh, puh. Arsenal, haben die nicht die Champions League geholt? Ne, Liverpool hat die Champions League geholt letzte Saison, oder? Die sind mit Bayern in der Gruppe. Ei, 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 ei. Teuersten Spieler der Liga, Ue Draogo, Kluivert auf 1 und 2 und Xabi und Endrick auf 4 und 5. Dazwischen nur noch der gute Pedri. Oh, wir müssen Nomination machen. Nomination, Nomination. Ich musste übrigens Saul in die zweite packen, weil der Kader ist zu groß. Aber das sieht gut aus von der Nominierung her. International passt es. Und hier ist Duran nicht drin? What the fuck? Wieso ist Duran nicht drin? Ach, weil der Saul hier reingepackt hat. Nee, nee, Duran muss schon nominiert sein. Guck mal, hätten wir hierauf nicht geachtet. Grifo ist nicht drin. Das kann auch nicht sein. Da kommt der raus. Grifo geht rein. Zum Glück habe ich hier nochmal nachgeguckt. Ansonsten hätten wir ein Problem gehabt. Erste Mannschaft sind alle drin. Und hier geht das auch klar. Hier können wir keinen mehr einstellen. Aber einfach zu viele Spieler. IV ist mir tatsächlich wichtiger als der Flügel. Und Fabregas ZM noch ist auch okay. Ja, machen wir so. Transfermarkt ist nun auch endlich zu, somit gehen die uns nicht mehr auf den Sack mit Duran. Der hat einige Angebote bekommen, sieht man am Selbstvertrauen. Ja gut, die Schnuti, ne? Kluivert mit einer Form 7, komm, dann lassen wir Meller starten. Da müssen wir auch einfach mal rigoros sein. Auch wenn der eine überragende letzte Saison gespielt hat, aber das ist bisher gerade absolut hinter den Erwartungen. Das gleiche gilt für Endrick. Und was der hier die ganze Zeit macht, frage ich mich wirklich. Also, wir haben kein Spiel gehabt und der kriegt keine Frische. Was machst du denn da? Villarreal gegen FC Arda Güler. Gebt euer Bestes und Abfahrt. Endrick, da bist du doch. Es geht doch. Mach direkt 5 Stück. Arda Güler verschießt Elfmeter und Endrick macht den zweiten. Da sind wir doch. Wir bringen mal Kenan. Shakir mit einer 2, das lassen wir erstmal laufen. Und hier sieht es auch gut aus. Abfahrt. Endrick mal noch ein. Oder auch nicht. Dann kommt Harry Becher. Meller geht runter, dafür kommt Kluivert. Und im Mittelfeld bringen wir Xabi. Und in der IV nehmen wir Everton runter. Oder Everto. Und das ist ein souveränes Ding, 2-0, damit kann ich leben. Endrick hat getroffen. Und wir sind 2 Punkte hinterm ersten und das passt. Aber wir haben tatsächlich 2 Punkte weniger im Vergleich zur letzten Saison. Da hätten wir in der letzten Saison auch den Kohl nicht mehr fett gemacht, da waren wir so weit vorne. Aber... ja, nicht, dass das irgendwie so eine Tendenz ist, weißt du? Das wäre scheiße. Kurztrainingslager geht rein. Aber irgendwie, der Knoten ist irgendwie noch nicht geplatzt. Ich kann jetzt auch nicht verlangen, dass wir jedes Spiel 7-8-0 gewinnen. Aber irgendwie so vom... ich habe Schiss vom internationalen Geschäft. Und das trägt eventuell auch nicht dazu bei. Harry Becher aber 3 Buden gegen die Türkei. Harry, weitermachen. Nächstes Spiel gegen Real Valladolid. Und wir haben das erste Spiel in der Champions League gegen Nordsjell. Jeder kennt die. Also das, wir müssen direkt mit einem Sieg reinstarten. Ansonsten haben wir, können wir uns direkt gefühlt schon wieder verabschieden. Also Suarez, mit dir. Ich weiß nicht, wo wollen wir hin mit dir? Hast du keinen Bock oder was ist los? Den brauchen wir gar nicht mitnehmen. Alle hier, ne? Van der Vaart mitnehmen. Poro brauchen wir auch nicht mitnehmen. K
Kenan bleibt aber im Kader und der Rest sieht eigentlich gut aus. Puerto auch nur eine 83. Beißt sich da durch jetzt. Die sind letzter, Alter, bitte. Danke. Gaia sogar mal mit einer Vor- und rote Karte. Letzter Platz, ein Mann weniger. Ich will was sehen. So, Damien, let's go. Enric, Vorlage, mach auch noch ein Tor, Enric. Meller verletzt, hervorragend, läuft super, super toll. 4 Minuten noch, Enric, entweder du machst ein, natürlich machst du ein. Und jetzt kommt Harry Becher. Der hat Schaum vorm Mund, habe ich gehört. LV, Gaia mit einer Vorlage nur eine 4, das sage ich jetzt mal gar nichts zu. Persi 3-5, Klemm, dies, das. Bringen wir Kenan noch. Shane verschießt einen Elfer, ist eine super Geschichte. 3-0, let's go. Aber keine Gegentore. Immerhin. Und Enric hat auch wieder getroffen. Ein Gegentor bisher. In 6 Spielen und 12 geschossen. Das sieht alles gut aus gerade. Wir haben uns gut zurückgeholt. Beste Spieler, torschützentechnisch. Ja, Enric ist auch wieder da. Ne? Ist gut. Was eher weniger gut ist, dass Meller 2 Wochen ausfällt, aber so gesehen geht Grifo dann direkt in die Startelf. Weil Kluivert gerade irgendwie nicht so Lust hat. Das müssen wir gewinnen. Ohne Wenn und Aber. Aber warte mal. Suarez ist auch nur frische 80. Puerto 79. Das ist gerade alles irgendwie nicht so optimal. Ich tausche die beiden mal. Nimm Porro mit. Pedersen bis die Rechtsverteidigerposition. Ich weiß nicht, also. Irgendwie zündet die in der Form so nicht wirklich. Ey, wir müssen das gewinnen. Was willst du jetzt hier groß rumlabern? Also, wenn wir das nicht gewinnen, dann weiß ich ja auch nicht mehr. Ich will halt sehen, dass ihr Gras fresst. Shaquil van Persie 1-0. Und am besten auch ein stabiles Ergebnis schaffen, weil ich glaube, Tordifferenz könnte vielleicht wichtig werden. 2-0 Grifo, let's go. Und ich lasse erstmal nicht laufen, weil Van der Vaart hat eine gute Partie gemacht. Der kommt für Draogo. Und den Rest lassen wir laufen. Macht das 3-0, dann kann ich Puerto runternehmen. Dankeschön, oder nicht 3-0. Harry Becher kommt, Kluivert kommt. Und Motilva kommt. Ich habe Schiss, jetzt den letzten Wechsel zu machen, aber ich glaube, ist nicht so verkehrt, oder? Persi mit einer 2-5 runternehmen. Wir haben halt gefühlt eine Vierfachbelastung mit Copa, mit Champions League, mit Liga und mit Nationalmannschaft, weil unser ganzer Kader gefühlt halt abgestellt werden muss dafür. 2-0. Und hier gewinnt Juventus Turin. Damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet, aber auch knapp. Vlahovic rennt da immer noch rum. Hier ist das Wellnesszentrum fertig. Fitnessparcours. 6 Bonus auf Trainingszentrum, Fitnessbonus geht hoch. 14 Tage, 2 Wochen, das ist easy, das nehmen wir mit. Rein gegen Sevilla. Gaia Frische. Komm, wir lassen den ran. Ich vertraue hier jeden einzelnen Spieler, den wir im Kader haben. Und wenn da einer ansatzweise nicht die Frische hat, wenn ich mir angucke, nächste Woche Copa. Da haben wir noch gar keinen Gegner, ne? Oder sind wir hier noch gar nicht drin in der Runde? Wahrscheinlich noch gar nicht drin. Das passt für mich. Shane fängt an. Und Meller ist noch ein bisschen verletzt. Was haben wir hier?
Motivationslehrer, die nehmen wir immer mit. Da sind wir schon absolut am Start. Van Hooydonk. Vielleicht machst du nochmal ein Spiel, ne? Kann ja sein. Champions League Finale. Wäre eine tüfte Story, wenn du die Bude machst. Let's go gegen eine Sevilla und wir gehen 1-0 in den Rückstand. Und Shane verschießt schon wieder einen Elfmeter, Alter! So! Was ist denn mit der Verteidigung los hier? Gefällt mir aber überhaupt nicht. Strafft euch mal da hinten, was ist denn los? Kacken die sich hier vor Sevilla ein, ich kann nicht mehr. Was ist denn los, Jungs? Was ist denn? Was ist das für ein Motivationslehrer gewesen? Wir verlieren 3-1. Letzte Saison ohne Niederlage und jetzt verlieren wir gegen den Siebten. Das ist... Also gerade läuft es irgendwie nicht. Das ist nicht souverän. Wir sind sehr verwöhnt von der letzten Saison, ja, aber ihr seht es auch schon hier. Ich weiß nicht, ob jetzt schon der Zeitpunkt ist für eine Krisensitzung. Der hat plus 5. Wir gehen nochmal essen. Ich gucke mir dann in der Liga jetzt nochmal 2 Spiele an. Ansonsten hauen wir in Krisensitzung rein. Ja, und die Form, die spricht ja absolut für sich. Kochen auch komplett weg von seiner Form. Den kriegen wir immerhin auf 8. Defensive ist am Arsch. Defensive ist gerade maximales Kirmes. Pedersen auch Form 6. Guter Einkauf. Ja, ich schick durch. Normalerweise denkst du dir in solchen Situationen immer, maybe unfaire Gehälter, aber da ist gar keiner drin. Selbst Kochen ist mittlerweile raus. 5. gegen 6. Enrik ist sehr enttäuschend. Er geht schon wieder in Rückstand, also. Kenan rein. Enrik, was ist dein Problem? Einstellungen haben sich auch nicht umgestellt. Da habe ich auch extra nachgeguckt. Da tut das Spiel ja auch mal gerne. Aber gerade läuft da nicht so viel. Bringen wir einen Grifo und bringen Xabi. Das. Hä? Hä? Was passiert denn hier? Zweite Niederlage in Folge und jetzt gibt es eine Krisensitzung. Da warte ich nicht lange. Raus, 5 Krisensitzungen. Schnauze voll hier. Finde ich gut, dass wir jetzt gegen Juventus Turin spielen. Das ist eine super Sache und hier kommt ein Kurztrainingslager rein. Ach du Scheiße, was ist denn hier los, ey? Der Oktober, der hat Würze. Enrik, wann bist du... Ja, gut, dann gehen wir ohne Enrik gegen Juve. Super Sache. Juventus Turin, Pedro Porro mit Gelb. Ja gut, was soll ich dir denn erzählen hier? Topform. Mach hinne. Everton mit Form 7. Das ist alles gerade nicht so geil. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Alle nur einflussreich. Die wechseln halt auch gefühlt alles. Unfaire Gehälter, passt alles. Können wir Kohle geben. Vielleicht bringt das was. Boah, Harry, ey, jetzt kommt es auf dich an, ne? Mach dich unsterblich. Du bleibst hier. Juventus Turin. Kein Zweikampf. Puh. Und wir gehen 1-0 in Rückstand. Erneut. Und die Offensive ist nicht mehr vorhanden. Alles 5-5-6.
Es gibt manchmal so Phasen in dem Spiel, die da habe ich keine Erklärung für. Wir sind sogar ein Mann mehr jetzt. Wir sind ein Mann mehr und die kriegen es nicht geschissen. Komplett einmal durchwechseln. Das. Ja! Also ich bin euch ehrlich, hier muss einiges passieren, ansonsten wird das eine absolute Kokolores-Saison werden. Juventus Turin geht auf Platz 1 und Arsenal verliert? Schulungszentrum abgeschlossen. Schulungszentrum ist auf Max. Und jetzt warte ich erstmal mit dem Ausbauen. Vielleicht liegt das auch daran, weil da alles ausgebaut wird. Ich weiß es nicht, dass wir die Effekte da nicht mitkriegen oder so. Es kommt nochmal ein Kurztrainingstag. Was hat denn die Krisensitzung gebracht? Stimmung in der Mannschaft sinkt. Ja gut. Super. Copa, Copa, Copa. Die kommt jetzt auch noch dazu. Includert Real. Kleine Real Madrid. Oh Mann, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Und da kriegst du da noch so eine Drecksgruppe. Und wahrscheinlich verlieren wir jetzt noch gegen Arsenal, weil die vorher noch kein Spiel gewonnen haben. Dann machen wir auch wieder schön Aufbaugegner. Was alles noch nicht genug war, fällt Shaquille van Persie für saftige 6 Wochen aus. Und da sind wir doch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Zweite Mannschaft ist mit 2 Punkten erster und Topscorer ist Ruben van de Bommel. 11 Spiele, 8 Tore, 3 Vorlagen. Das ist doch süß. Weiß nicht, was das gerade ist. Ich weiß nicht, was das gerade ist, ne? Aber, Junge, Heulung, 2 Wochen, Rippenprellung. Also, für was baue ich die Scheiße denn hier aus? Das hat nichts mehr zu tun hier mit dem Dings. Wir sind doch überall, sehen wir doch gut aus. Kurz davor, medizinische Abteilung nochmal auszubauen, ne? Ah, da ist doch eine Scheiße, Junge. Es ging Granada, danach gegen Arsenal und dann schon wieder gegen Barcelona, Junge. Boah, wir müssen jetzt hier irgendwie Dings tanken. Irgendwie Form tanken. Und Van Persie Ausfall tut halt echt weh. Ein Sieg ist Pflicht. Punkt, Ende, aus. Gut. Sehr gut, Mann. Kenan Yildiz, let's go. Und Meller ist auch wieder da wie die Feuerwehr. So, Kloiber, jetzt möchte ich bei dir bitte, wir müssen jetzt nach Noten auswechseln, dass wir Form hier reinkriegen. Porona 1. Und einen Wechsel verwahren wir uns. Wieder kein Enric-Tor, ne? Harry Becher. Und Harry Becher hat überhaupt noch gar kein Tor gemacht, gefühlt. 4-2. Ist auch nicht souverän gewesen. Am Anfang sah es stark aus, hinten raus wieder aufgehört. Oh, jetzt kommt Arsenal. Ich will das nicht. Arsenal London. Everton, keine Fitness. Was ist das für ein Quatsch? Hassan rein für Kenan. Verantwortung. Irgendwas müssen wir denen doch hier erzählen können. Was ist denn mit Benito los? Sag mal. Muss vom Tor cleverer werden. Jetzt werden wir dem erstmal erzählen, dass du hier. Alles gelb, ne? Versprechen. Benito, Benito, wo bist du? Du wirst auf jeden Fall einige Male spielen. Du bist im nächsten Spiel von Anfang an dabei. Enric. Also, das müssen wir jetzt schon gewinnen, ne? Ansonsten weiß ich nicht, wo wir da hinwollen. Enric, Enric, doppelter Enric, ja! Aber was sollen denn die Karten? Wieso macht ihr denn so? Kloibert. Pedersen. Everton. Enric, mach bitte noch einen, wir brauchen es. Mach bitte noch ein Tor. Aber das sieht gut aus, das sieht sehr gut aus.
Harry Becher kommt und im Mittelfeld Xabi. Let's go, Harry Becher! Meine Fresse, Alter! 4-0 gegen Arsenal. So, da sind wir doch. Kehr. 6 Punkte. Ey, ich sag euch ehrlich. Jetzt gleich nochmal gegen Arsenal unentschieden und gegen die gewinnen, dann sind wir durch. Aber wir spielen direkt nochmal gegen Arsenal. Arsenal, Juve, letztes Spiel gegen... Weiß nicht, ob das geil ist. Oder gegen Atletico Bilbao. Bilbao. Den nehmen wir mal raus. Und Assan nehmen wir raus für Kenan. Suarez. Wie sieht die Woche danach aus? Danach kommt direkt Barca, ne? Ja, dann tut's mir leid. Da müssen wir das so machen. Müssen wir den Move gehen. Alles andere sieht eigentlich erstmal gut aus. Harry Becher, können wir dem einen erzählen, dass er ein schönes Jahr, können wir, das ist gut. Endrick vielleicht? Nee. Benito auch nicht. Meller auch nicht. Let's go. Komm. Komm. So gehen wir denn immer in Rückstand gerade? Doppelter. Endrick ist wieder back. Endlich. Benito mit einer gelben. Da möchte ich nicht riskieren. Clem mit einer 1. Der ist aber noch zu fit. Also da machen wir gar nichts. Pedersen können wir bringen. Abwehr ist gerade echt beschissen bei uns. Was ist denn das? Auch Kacknoten, alles. Einmal Endrick. Let's go. Harry Becher. Kenan raus. Defensive ist, ich weiß nicht. Harry Becher, da bist du doch. Willem, Klemm und Becher Vorlage. Und Kluivert 6-1. Mann, wichtig. Wichtig. Wir sind schon 8 Punkte von Sociedad weg. Was ist denn da los? Aber Henry kommt wieder, das ist wichtig. Pedersen auch nur ein guter Griff. Bellingham ist nach Valencia gegangen, der kleine Bruder. Ja, Rechtsverteidigerposition, da kannst du gefühlt holen, was du willst in der Formation. Die funktionieren irgendwie alle nicht so wirklich. Also generell die Außenverteidiger. Boah, Barcelona, Atletico Madrid. Das wird ligatechnisch auf jeden Fall eine richtungsweisende Woche jetzt. Mmh. 89. Was haben wir denn hier jetzt für Probleme? Spielt Assan. Meller mit einer... Kluivert aber auch nicht wirklich frisch. Wir starten mit Grifo. Hopp. Vincenzo. Kochen auf 90. Den Wert brauchen wir jetzt auch in der Woche. Mach die weg, ey. War Barca auch nur Siebter, ey. Viel passieren tut nicht, aber die Außenverteidiger wenigstens mal mit guten Noten. Wie sieht's hier aus? Komm, dreht auf jetzt. Henrik! Nein, Mann! Was soll denn die Verletzung hier die ganze Zeit? Mella Griffo. Kenan Klemm. Pedersen Porro. Harry für Endrick. Kenan mit dem 2-0. Let's go! 2-0 gegen Barcelona. So, und jetzt noch gegen Atletico. Und dann sind wir vor Atletico. Und dann sind wir wieder back in the building. Und Assan zum Glück nur Oberschenkelzerrung. Endrick mit Spieler des Monats, absolut verdient. Der ist nämlich wieder am Start. Vereinszentrum ist ready, Museum wird noch ausgebaut. Ich gucke gerade mal, was wir irgendwie noch so nebenbei bauen können, aber da ist halt nicht mehr wirklich viel. Oh, Chat, und wichtig, gerade noch die Außenverteidiger getadelt und jetzt beide in der Mannschaft der Woche. Nee, um Gottes Willen, bloß nicht.
Das habe ich jetzt gemacht. So, hier, super letztes Spiel. Beruhig dich, all good. Suarez rein. Kluivert ist ready. Bringen wir für Grifo. Assan ist... Ja, müssen wir spielen lassen. Assan taken wir so mit. Gaia mit einer 84. Aber Gaia gegen Ex-Club muss eigentlich ran. Wir schieben so durch. Jetzt irgendwie noch Atletico knacken. Und dann sind wir auch im Meisterschaftsrennen wieder drin. Ja, das ist erstmal okay. Noten sehen auch einigermaßen akzeptabel aus. Gaia mit einer 1,5. Aber wir haben wieder mehr vom Spiel. Endrik, du weißt Bescheid, zweite Halbzeit. Deine Show, let's go! Oh, mit einem Mann mehr. Mit einem Mann mehr, da sind wir doch. So, jetzt machen wir Mella rein. Klemm raus für Xabi. Oh, Somo mit einer 5 da hinten drin. Nehmen wir runter. Enric Doppelpack, let's go! Oh, gute Woche. Ganz gute Woche. Und wir gehen auf Platz Nummer 3 und lassen Atletico hinter uns. Ein Punkt vor uns Real Madrid. Boah, Sociedad, 6 Punkte. Ruht euch da drauf nicht aus. Wir werden euch da auch noch wegholen. Und jetzt Arsenal London. Arsenal Tuzel London. Boah, Frische ist gerade, du. Puh. Aber IV könnten wir ein bisschen dribbeln hier. Verteidigung passt soweit. Pedersen geht rein. Dann haben wir da auch noch mal ein bisschen frische Boost. Mittelfeld ist ein bisschen generell die Offensive. Aber ich würde sagen, wir gehen trotzdem so ein. Enric kann ihn nicht runternehmen. Also das funktioniert nicht. Das Einzige, worüber man überlegen könnte, wäre Gaia runterzunehmen. Nee, ich lasse den Champions League noch spielen. Champions League, wichtiges Spiel jetzt. Können ihn danach in der Liga draußen lassen. Ach komm, bitte. Bitte, bitte, bitte. Und Arsenal hat 5-5, ne? Benito, ja! Komm, noch ein, irgendwie. Ne? Assan mit einer 1. Puet, Verteidigung ist völlig am Start. Offensive geht auch klar. Mehr Chancen. Fitness, beides okay. Ballbesitz, wir sind klar die bessere Mannschaft. Und jetzt macht was mit dem Ballbesitz. Enric, komm. Enric, ja! Und die halb verschießenen Elfmeter bei Kochen hält. Let's go. Harry Becher. Mach mal einen gegen deine Engländer. Mella rein für Kluivert. Xabi rein. Und hier nehmen wir irgendwo mal schöne Form mit für Puerto. Können eigentlich alles einmal wechseln. Kenan geht auch noch rein. Juckt am Ende nicht mehr. Let's go. Jetzt haben wir es in eigener Hand, ob wir hier weiterkommen oder nicht. Ja, das Spiel gewinnen und das Ding ist gegessen. Die Metze ist gelesen. Außer die verlieren gegen Arsenal, dann sind wir jetzt schon durch. Puh, Todesgruppe ein bisschen überstanden, würde ich mal sagen. So, dann nehmen wir jetzt Gaia auf jeden Fall runter. IV kann eigentlich bleiben. Nee, kann nicht bleiben. Dann nehmen wir Everton runter. Hier lassen wir Mella starten. Benito zockt durch. Wir lassen mal Harry. Wir lassen Harry mal starten. Mittelfeld lassen wir Kenan starten und der Rest sieht gut aus. Ja. Der Rest passt. Boah, ich bin erleichtert, dass wir Van Persie-Ausfall gut kompensieren können. Geht raus. Harry Becher, er zahlt das Vertrauen zurück. Die sind 19. Also wenn wir jetzt hier wieder was anbrennen lassen, das könnte ich nicht akzeptieren. Aber wir schieben durch. Harry Becher, hast dir verdient. 16 Minuten kriegst du von mir. Benito, Harry Becher, 3. Ja, Mann, let's go. Und dann kommst du runter.
Nehmen wir Benito runter. Ja, das war hier auch Mission fehlgeschlagen. Xabi für Kenan. Grifo kriegt auch noch ein Spiel. Let's go. Oder nicht ein Spiel, ein paar Minuten. Oh, Chat. Wir haben uns wieder gefangen. Zum absolut richtigen Zeitpunkt. Sociedad, was ist da los? Lassen wir Nerven liegen? 1-0 gegen Real verloren. Und somit wieder alles eng. 3 Punkte. Nächstes Spiel gegen die Espanyole und die sind alle fit und dann schieben wir so durch. Espanyole. Evato, ja let's go. Puerto, die Verteidiger, so lobe ich mir das. Kenan, 3-0. Oh, jetzt kriegen wir einen guten Flow wieder rein. Können wir den runternehmen. Und dann bringen wir Kloiwi noch. Und den Rest wird laufen gelassen. Evato Doppelpack, ey. Der hat Bock, der Bruder. Und trotzdem nur eine 2-5. Gut. Asan für Yildiz, Xabi hier und Endrick zockt durch. Zwei zu fünf, let's go. Das ist die Tabellenplatz Nummer uno. Nee, schade, beiden davor haben auch gewonnen. Aber ist gut, ist eine gute Nummer. Und jetzt Hausaufgaben machen. Van Persie ist noch angeschlagen. Das ist noch keine Option. Multiva aber. Aber Alcázar, Gaia kann wieder rein. Und dann sieht das gut aus. Wir starten aber anstatt mit Yildiz mit Asan. Und dann sieht die Elf erstmal gut aus. Let's go. Das müssen wir jetzt gewinnen. Das ist absolut klar. Wir verlieren das heute nicht. Ansage machen. Gaia! Jawoll! Asan 2-0. Macht 3-0, dann wäre ich ruhiger. Das ist absoluter Quatsch. 2-0 und damit sind wir durch. Und wir könnten rein theoretisch noch auf Platz 1 gehen, wenn Juventus Turin gegen uns verliert. Und die haben unentschieden gespielt gegen die. Und Arsenal verliert straight jedes Spiel in dieser Gruppe. Krass. Also da hätte ich wirklich am wenigsten mit gerechnet. Nein. Wie lange ist Sehnenverletzung? Nein. Jetzt kommt noch Real Madrid. Puerto, was machst du denn? 3 Wochen fällt der gute Mann aus. Das ist scheiße. Passt mir nicht so ganz in den Kram, auch wenn wir schon im Dezember sind. Aber der Dezember ist noch lange. Wir hauen das rein und eine Spieleraussprache. Und hier gehen wir nochmal essen. Shaquille ist keine Option. Benito Kloiwert mit. Boah, Kloiwert spielt eine echt beschissene Hinrunde, ey. Let's go, let's go. Wir hatten schon mal eine bessere Form rein, was das Team angeht, wenn wir gegen Real ran mussten. Jeden Zentimeter umgraben. 1-0 gegen Real Madrid. Ligatechnisch merke ich gerade absolut diese Vierfachbelastung. Also gegen die großen Teams. Klar, wir haben gegen Barça Atletico gewonnen, aber gegen die beiden hier nicht. Ah, Meisterschaft wird schwer. Und jetzt spielen wir gegen MC Real, ne? MC Real! Den haben wir mal eben die Leviten gelesen. Benito, Endrick und doppelter Meller zum Start. Somit sind wir hier souverän weiter. Das ist doch schön. Nächste Runde gegen... Barcelona! Ey, und Real Madrid ist gar nicht mehr drin. Auch gut. Und Van Persie ist wieder back in town und fängt direkt an. Da kenne ich gar nichts. Puerto-Ausfall ist immer noch ein bisschen eklig. Ich lasse Kloiwert jetzt starten, weil das kann ich nicht akzeptieren, was der hier bisher spielt. Das geht überhaupt nicht. Kann einmal unfaire Gehälter abchecken. Kochen. Ich kann die leider irgendwie nicht erhöhen. Der Vorstand erlaubt mir das nicht. Das ist ein bisschen nervig. Aber was soll ich tun?
Super letztes Spiel und ja, Verteidigung ist ein bisschen semi hier von der Frische. Ne, jetzt habe ich komplette Scheiße gemacht. Was war das jetzt hier für ein Quatsch? Suarez rein, den Move können wir machen. Und rein! Shaquil van Persie, so stelle ich mir ein Comeback vor. Und bei denen verletzen sie einfach alle, ist auch gut. Xabi mit der 2-0, Harry Becher mit der Vorlage und das Dingen ist gegessen. Ja, aber wie gesagt, das Real-Dingen, das prügelt schon gut rein. Das ist Meisterschaft. Kann viel passieren, geht noch lange. Philipp Wendt von Chemie. So trifft man sich wieder, ne? Ermittlung des Gastgebers geht an Holland oder Türkei. Geht an Türkei. Dann an Frankreich. Habe ich doch gesagt. Dann haben wir jetzt ein Hop- oder Top-Spiel. Entweder wir gehen als Erster durch oder eben nicht. Danach ist Ligabetrieb. Aber das sieht an für sich gut aus. So können wir reingehen. Und das ist ein ganz souveränes Dingen. 4-0 schießen wir die zu Hause ab. 5-0. Und damit gehen wir trotzdem noch als Erster durch diese Gruppe durch. Und das ist wichtig. Und jetzt kommt die Frage, wen kriegen wir in der K.O.-Runde und wird die K.O.-Runde wieder unser Endgegner werden in der ersten Runde? Wir kriegen den Champions League-Sieger vom letzten Jahr. Hey, ist gemütliche Runde, glaube ich. Wird ein entspanntes Ding, dann kommen wir 8-0 weiter, ist gut. Rein in den Ligabetrieb gegen Osasuna und unser Verteidiger macht direkt, ja, irgendeiner macht doch das, die macht Scheiße, macht ihr da hinten. Also Kluivert gerade, du. Was feiert ihr da jetzt? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Dankeschön. Zittersieg gegen den 17. Am Ende 3 Punkte sind 3 Punkte und wir sind schon wieder da, ne? Das ist krass. Real unentschieden und Zocidat. Wo seid ihr hier? Zozzi, Zozzi. Ich sehe gar nichts hier. Chillig. Hä? Ach, hier auch unentschieden gegen Barcelona. Ja, gut. Und Barcelona ist unser nächster Gegner in der Copa. Everton fällt aus. Dann muss Suarez spielen. Ich habe aber kein IV mit. Das ist nicht geil. Da müssen wir einen mitnehmen. Dann nehmen wir Cospo mit. Fürs nächste Spiel. Und den werden wir auch tatsächlich schon starten lassen können. Na, nee, lieber nicht. Ja, ich sag mal, wenn wir den Pokal holen wollen, müssen wir sowieso Barcelona schlagen. Also ist das eigentlich auch egal, ob wir die zum Start kriegen oder irgendwo in der Mitte und wir gehen 1-0 in Führung. Willem Klemm mit dem 2-0, Shane Kluivert. Endlich bist du wieder back im Biss. Und das ist die nächste Runde, weil Shane Kluivert sich denkt, ey, ich weiß doch noch, wie man Fußball spielt. Schön. 4-0 und rein geht's in die nächste Runde. Atletico noch rausgibt. Ne, dann gib mir jetzt Atletico, dann haben wir das Ding in einmal komplett. Ne, wir kriegen Real Betis Sevilla, gegen die haben wir in der Liga, glaube ich, 1-0 verloren, wenn mich nicht alles richtig täuscht, oder? Ich meine, wir haben auf jeden Fall verloren gegen die. Das war das Spiel, glaube ich, nach Sevilla immer. Pedro Porro fällt für 9 Tage aus. Shaney ist jetzt schon wieder wirklich niedrig. Aber ich kann da hier nicht immer die Leute rausnehmen, das geht doch nicht, sag mal. Ich hoffe, dass sie sich in der Rückrunde hier mal ein bisschen von der Frische wieder fangen. Das ist ja fürchterlich. Aber wir gehen so rein. Und wieder das Ganze passt. 5-1 mit kleiner Schützenhilfe noch vom Gegner. Und ja, das sieht gut aus. Enrique Doppelpack, Persi Tor, Kluivert 2 Vorlagen, Klemm in der Vorlage, Yildiz Vorlage und Xabi und Benito mit einer Bude. Und es sind 2 Punkte und das ist nicht viel. FIFA World Player Gal Enrique! Platz Nummer 3. Krass, da haben wir hier auch tatsächlich noch jemanden drin. Geile Nummer. Guck mal, haben wir in der Karriere einen gehabt, der zur Wahl stand? Wir wissen natürlich alle, das hier ist absoluter Quatsch. Also, das ist wieder Real Madrid Bonus, ne? Aber wir wissen es ja, Enrique ist der wahre Sieger. Und wir machen weiter mit Verletzungen. Gaia fällt entspannt aus für ein paar Tage. Und Yildiz mit dem Außenbandanriss für 4 Wochen. Schön. Porro auffällt. Jetzt habe ich keine Außenverteidiger hier. Dann gehen wir mit 2 IV. Na. Navarro kommt hoch.
Oder? Nee, warte mal hier. Weil der, doch, Navarro kommt hoch. Und wir nehmen ein gemütliches 2:0 mit Treffern von Mutti. Was? Und wir nehmen ein schönes 2:0 mit. Kloiwert mit der doppelten Vorlage. Das sieht der Trainer doch immer sehr gerne. Und 2 Punkte bleiben. Sociedad verabschiedet sich vorerst aus dem Titelrennen. Und Real Madrid wird Herbstmeister. Internationale Klasse, Diego Kochen, Everton, Suarez, Muldiva und Gaia, Kloiwert, Meller. Mittelfeld, Draogo, Xabi, Klem, alle Weltklasse und Kenan im erweiterten Kreis. Die Verletzung ist nicht so geil. Enric, internationale Klasse und wir haben einen neuen Jüngsten hier an Bord und der sieht gar nicht so schlecht aus. Axazousa. Auf- und Abwertung. Show me what you got. Ich kann es nicht einschätzen. Wir haben ein paar Verletzungen drin gehabt. Meller plus 1. Van der Vaart plus 1. Wichtig. Gut. Konstant ist gut. Und das ist gar nicht mal so viel. Aber hey, zumindest kein Downgrade. Und Van Bommel kriegt auch nochmal eine plus 1 für gute Leistungen. Hey, Ladies. Dann sind wir hier mit der Hinrunde beendet. Wir sind noch überall drin. Wir haben die Chance auf die Meisterschaft. Es kann. Wir haben immer noch eine Triple-Chance. Die ist noch da. Mich hier selber eine positive Bewertung freuen, aber auf dem Kanal, falls du noch keinen Star gelassen hast. Und dann geht es in der nächsten Folge auch in die letzte Folge. Rückrunde und ja, wir schauen mal, was geht. Bis dann.